Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 13. September. Mein Name ist Ronald Gierd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Der Dienstag startete, wie man es erwarten konnte, mit einer Kurslücke nach oben. Die wilde Hatz im Vorfeld des übermorgen anstehenden großen Verfalltermins am Terminmarkt führte dazu, dass man die Vorgabe der kräftig angezogenen US-Aktienindizes tatsächlich unbesehen übernahm. Nicht unüblich, dieses Bild. Und immerhin, auch wenn der deutsche Leitindex fast punktgenau auf dem Eröffnungsniveau schloss, wie wir hier im Chart auf Tagesbasis sehen, ein Turnaround nach unten blieb dem bullischen Lager wenigstens erspart. Immerhin war ja Dienstag, Turnaround Tuesday, so sein Spitzname. Aber das blieb aus und auch nachbörslich konnte man das Niveau einigermaßen halten. So betrachtet schon mal keine schlechte Basis. Und dass die US-Börsen auf die Vorstellung der neuen Apple-Produkte, die am Abend um 19 Uhr unserer Zeit erfolgt war, nicht euphorisch, aber zumindest mal nicht negativ reagierten und ein Plus der Indizes ins Handelsende retten konnten, erhöht die Chance, dass das bullische Lager das erreichte Niveau bis zum Abrechnungstermin der Futures und Optionen am Freitag halten, womöglich auch noch ausbauen kann. Wobei, kurz angemerkt, Apple schloss selbst leicht im Minus, denn ein iPhone, auch wenn es das Spitzenmodell 10, man soll nicht X sagen, sondern 10 sagt Apple, wenn das Spitzenmodell sportliche 1000 US-Dollar kosten soll, man denkt sich, naja, so einigermaßen genug Käufer wird es wohl bringen, aber man hatte eben da schon gewisse Bedenken. Nur interessant war eben, dass Apple zeitweilig im Plus, zwar im Minus schloss, die US-Börsen an sich aber die grundsätzlich positive Tendenz halten konnte. Und das deutet sehr darauf hin, dass man dort mit aller Macht versucht, die Abrechnung am Freitag auf Rekordlevels zu erreichen, was ja bei allen drei großen Indizes jetzt auch möglich wäre. So könnte auch der DAX sich über die Runden retten, aber das wäre auch unbedingt erforderlich, wenn man sich den nächsten Chart ansieht, der auf Wochenbasis. Denn sollte der DAX seine bisherigen Wochengewinne wieder abgeben, dann wäre das charttechnisch und psychologisch äußerst ungünstig, sofern man nicht auf die Chance für einen Short Trade lauert. Falls der DAX nämlich den bisherigen Wochenbeginn wieder verliert, müsste er zwei positive Aspekte abgeben, die er bis dato jetzt erreicht hätte, nämlich den Anstieg über das alte markante Hoch des April 2015 bei 12.391 einerseits und die Rückkehr in den aus dem Juni 2016 stammenden Aufwärtstrendkanal. Das hatte man ja im Vorfeld mehrfach versucht, nicht geschafft. Jetzt wäre es gelungen, wenn der DAX zum Freitagabend auch über dieser Marke bleiben sollte. Ungefähr 12.380, das ist so das Niveau, das er unbedingt halten sollte. 12.391, das alte Hoch, natürlich wäre idealer. 7 Wochen lang hatte der DAX unterhalb der 12.391 gelegen und mit dem Schwung, den die Verteidigung der 200-Tage-Linie und der Break über die Juni-Abwärtstrendlinie ausgelöst hat, hier wäre jetzt grundsätzlich die Chance gegeben, sich ausreichend deutlich aus dieser Konsolidierungsspanne nach oben abzusetzen, um eine Attacke an den bisherigen Verlaufsrekord greifbar zu machen. Aber die Rahmenbedingungen, die sind nun mal dieselben wie vor 2 Wochen, als der DAX noch um die 200-Tage-Linie gerungen hatte. Solange Euro-Dollar keine neuen Hochs markiert, solange die Wall Street nicht kippt, kann diese Rallye weitergehen. Aber beides sind eben Voraussetzungen, die keineswegs zwingend eintreffen müssen. Denkbar wäre, wenn bis zum Freitag nichts dazwischen kommt seitens der Nachrichtenlage, also keine Bad News, die Kreise der bullischen Akteure stören, dass zumindest die nächste Widerstandslinie bei 12.678 erreicht wird, diese Zwischenhochs hier. Aber danach, wenn das Zugpferd-Verfalltermin ausgeschirrt ist, dann werden halt die Karten neu gemischt. Daher kleine Long-Positionen mit einem mit 12.250 Punkten relativ engen Stop-Loss zu halten, wäre aus aktueller Sicht durchaus möglich. Zukäufe aber wären jetzt riskant. So lange, bis der Verfalltermin nicht absolviert ist und der DAX danach belegt, dass er dieses höhere Niveau auch ohne diese Stütze wird halten können. Und das gilt es, die Tage abzuwarten.
dass, wie gesagt, die Wall Street eine gewisse gelinde Enttäuschung bei Apple einigermaßen schadlos überstanden und im Plus geschlossen hat, ist natürlich jetzt schon mal eine Vorgabe, wo man sagen könnte, ja, das ist auf jeden Fall mal ausreichend, um den Level beim DAX zu halten. Aber wie es bis zum Wochenende ausgeht, das wird sich weisen. Und denken Sie dran, wir hatten es gestern Morgen ja schon erwähnt, beim letzten großen Verfalltermin im Juni, da hatte der DAX zwar zwei Tage danach seinen Verlaufsrekord erreicht, aber danach ging es dann eben abwärts und das gar nicht mal so wenig. Das könnte auch diesmal der Fall sein. Deswegen kleine Position long, ja, alles was drüber rausgeht, wäre richtig brenzlig. Soweit für heute Morgen. Wir melden uns morgen früh, Donnerstag, wieder mit dem Blick auf den heutigen Handelstag. Bis dahin, schönen Mittwoch und machen Sie es gut.